Fotografen und kreativen Verbrecher. Und zwar, wie ihr gesehen habt, wir haben jetzt auch hier Handtücher bei uns im Angebot von Orange Production. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei einer weiteren Folge der Foto Alex Uncut. Viel Spaß! Servus Leute, und zwar, ich habe jetzt auf jeden Fall beschlossen, dass ich den Top vom Fotografieren definitiv an den Nagel hängen werde, weil, ja, ich würde mal sagen, ich habe da auf jeden Fall definitiv Ersatz gefunden, weil ich habe aktuell gerade Praktikantin da. Gucken wir mal hier. Wo sind wir denn überhaupt? Wo ist sie denn? Da ist sie, guck mal hier. Die macht hier professionelle Bilder. Die macht hier professionelle Bilder, guck mal da. Anna, was sagst du? Wird's was? Ja. Auf jeden Fall, guck mal hier. Und natürlich hier die Kim Storsbeck. Was hat die denn Cooles an? Warte mal, guck mal, was hat die denn Cooles an? Guck mal hier, oh, die hat ein Shirt von. Was hast du denn an? Von GK Urban hast du ein Shirt an. Ja, sehr geil. Okay, ich gehe aus dem Bild. Also Leute, besser ist es. Ja, besser ist es. Leute, ich sag's euch, also der Top als Fotograf ist mir definitiv nichts. Deswegen, Anna, die Praktikantin, macht's auf jeden Fall sehr cool. Und Kim postet fleißig mit GK Urban. Servus Leute, und zwar bin ich gerade mitten im Videodreh und irgendwie habe ich das Gefühl, ich glaube, ich mache was falsch, weil guckt euch das mal an hier, der Markus, der macht Selfies und irgendwie, weiß ich nicht, also ich glaube, ja, ich sollte das mit Fotografieren, glaube ich, echt klein sein. Markus, wird es was? Ja, einigermaßen. Einigermaßen, okay, alles klar. Einigermaßen, das heißt, ich darf wieder selber Fotos machen und ihr dürft gespannt sein. Übrigens gerade sehr coole Location, wer weiß, wo wir sind, der schreibt es mal unten. In die Kommentare. Bis später. Wie es hier aussieht, wenn Alex gleich ein Shooting hat. Ja? Guck, total im Stress der Kerl. Guckt euch den mal an. Hunger hat der Foto, Alex. Hunger. Und der Part war das auch ja. Wieder schön. Da hat er sich eine Pizza bestellt mit Parmaschinken. Was hat er bekommen? Was hast du bekommen? Ich habe Pizza mit Parmesankäse und Parmesan-Käse bekommen. Super. Also ich meine... Aber bestellt hat er natürlich Parmaschinken. Ja. Naja. Was ist der Unterschied zwischen Parmesan und Parmaschinken? Ich habe einen schönen Bart, fällt mir gerade auf. Was sagt ihr? Schreibt in die Kommentare. Servus Leute, und zwar, wir haben gerade ein cooles Shooting mit dem Harry. Und ja, wir hatten sehr coole Bilder. Und Harry, darfst du mal was sagen? Ja, ich kenne den jungen Mann hier schon ein paar Jährchen und deswegen haben wir jetzt mal wieder was Schönes zusammen gemacht. Ja, genau in diesem Sinne. Bis dann und ciao. Servus Leute, und zwar, das Wetter ist heute allerdings leider Gottes ein bisschen 50 Shades of Grey. Nichtsdestotrotz hatte ich allerdings gerade ein cooles Shooting für den Physiotreff in Veitshöchheim, das ist bei Würzburg. Und unter anderem auch die komplette Logo-Gestaltung, komplette Flyer, Visitenkarten und Briefpapier etc. ist alles von Orange Production, also alles von uns. Und das Shooting war sehr cool. Ich muss mal schauen, ob ich euch die Bilder demnächst dann zeigen darf. Und ja, sag mal, bis zum nächsten Clip. Servus Leute, und zwar, ich bin gerade auf dem Weg bei mir ins Fotostudio. Ich habe jetzt nicht auf dem normalen Parkplatz geparkt. Und zwar, der Chris ist noch im Studio. Und wir haben noch einen sehr coolen Besuch. Ich überrasche die einfach mal. Ich gehe jetzt mal rein. Okay. Also, wir haben mittlerweile schon Nacht. Und der Chris ist dann noch sehr kreativ am Arbeiten. Ich filme das jetzt mal hier aller. Wenn es so ein Partner wird, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Achtung, passt mal auf. Ich weiß nicht, ob die mich bemerkt haben. Ich gehe da jetzt einfach mal rein. Und dann gucken wir einfach mal. Dann stelle ich euch die Person mal vor. Und dann schauen wir einfach mal. Hallo, und zwar, wen haben wir denn da? Guck mal da. Da haben wir die Manu von Manu. Ist Chris da? Hallo. Ja, und wen haben wir noch hier? Den Chris. Chris, kannst du mal sagen? Hi. Hallo, und zu dritt sind wir. Hallöchen. Zu dritt. Wir sind zu dritt und so weiter. Und wir sind jetzt aktuell gerade nicht live, aber wir wünschen euch noch viel Spaß und einen schönen Abend. Forget me, der Servus Leute, und zwar, ich komme gerade von der Nachtschicht im Studio und der Chris und ich, wir haben wirklich heute durchgeackert, was das Zeug hält. Und dementsprechend fertig sind wir beide auch. Deswegen gibt es erstmal ein bisschen was zum Essen. Und danach geht es erstmal ab in die Koje, ein bisschen am Kopfkissen lauschen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Bis dann, ciao und bis bald. Servus Leute. Und zwar, ich sag's ja immer wieder, Kooperationen sind ganz wichtig. Und zwar, da mein aktuelles großes Shooting-Auto gerade im TÜV ist, was ja auch leider Gottes mal sein muss. Und ich ein großes Paket bekommen habe. Und das hier bei mir nicht abgegeben konnte, weil ich gerade auf Shooting war.
wurde das jetzt ins Großlager geliefert. Nur leider Gottes, schaut euch das mal an. Ich habe hier ein kleines Auto, Ersatzauto, aber ein großes Paket. Und nicht des Bots, ich komme jetzt jemanden, da kommt schon jemand. Perfekt, als wäre es gewollt. Das ist sogar die Manu von Miss Crazy da. Müsst ihr euch mal anschauen. Die macht auch sehr coole Hergemützen. Guck mal, die fährt hier mit einem richtig großen Auto. Warte mal, wo ist sie denn? Guck mal da, guck mal hier. Ah, das ist ideal. Guckt euch das mal an. Manu, du bist die Rettung. Von Miss Cressida in der Not, immer für euch da. Ja, wunderbar, sie hilft mir aus der Not. Und wie gesagt, mein kleines Auto ist ein bisschen zu klein für dieses große Paket, aber da passt das Teil super rein. Jiha! Willst du noch was sagen? Die Frau mit dem großen Auto. Ja, wunderbar. Bis denn.